Hochklassige Arbeit. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Geh ihn einfach aus dem Weg. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Willkommen, Agent. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie!
Kommen Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen das gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier! Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Das ist Bullshit. Weißt du, ich verstehe, warum wir dieses Zeug haben müssen. Hey, fehlt Ihnen noch irgendwas? Ja, hi, was auch immer. Ich habe tolle Angebote für Sie. Kommen Sie bald wieder. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, was ich vor. So, sicher nicht. Ja, hi, was auch immer. Hey, sehen Sie sich doch mal an, was ich für Sie habe. In Ihrer Gegend wurde die Existenz einer biologischen Gefahr bestätigt. Erste Symptome sind plötzliches Fieber und Schüttelfrost, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Müdigkeit und manchmal Erbrechen. Kinder haben? Du einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht? Dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Jeder hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Ich weiß. Mit Leuten wie ihm werden wir es schaffen.
passiert? Da ist wohl jemand nervös. Hey, niemand muss hier jemanden erschießen. Ist völlig sinnlos, Kugeln an mich zu verschwenden. Alarm! Ich hoffe, empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Sichere an und sind hier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Ladekoordinaten. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Tangos im Anmarsch! Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Überlegen die sich zweimal, bevor sie die Jake gehen. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer sie auch sind, wir werden mal...